In dieser Yandere-Folge ist es endlich soweit. Denn wir haben die Möglichkeit, mit Senpai zu interagieren. Ihr habt mir Aufgaben gestellt und durch diese Aufgaben wurde mir erst bewusst, dass das möglich ist. Wie das Ganze ausgeht und ob Senpai uns anhört oder uns sieht, seht ihr in dieser Folge. So Leute, willkommen zu einer weiteren Yandere-Folge und wieder tollen Aufgaben und Dinge, die wir herausfinden sollen. Und ich habe in dieser Folge oder beziehungsweise dem Letzten etwas entdeckt, was ich glaube, ich noch keiner von euch entdeckt hat. Ich bin gespannt, ich habe auch noch kein Video gefunden, wo das irgendjemand entdeckt hat. Und ja, jetzt fangen wir erstmal an mit den ersten Aufgaben und die sind diesmal wirklich sehr herausfordernd. Und da haben wir einmal von der Joe Le Lu Ranch oder den. Ich habe da was Interessantes für dich. Geh mal in den Drama Club, mach ein Foto von einem violett lockigen Mädchen mit den größten großen Brüsten. Guck mal, wer ihr Crush ist. Okay, ich glaube, das können wir viel einfacher machen. Ich kann einfach unter Students Info schauen. Aber welche mit den lockigen Haaren? Meinst du die Kokana? Ist die in diesem Drama Club? Wo sehe ich denn, wo ihr Crush ist? Non, die hat keinen. Falls du die meinst. Oder gibt es da noch eine andere? Moment. Wir haben überhaupt gar keinen Crush. Oh, warte, hier. Kokana Haruka. Ach, die stehen auf. Ach, der steht. Die kann ich verkuppeln. Ach so. Meinst du das? Naja, wir kommen zur nächsten Aufgabe. Einmal. So, die erste nächste Aufgabe, die wir letztes Mal vergessen haben. Alice Buske. Mach mal, wenn der Direktor dich bedroht, ein Bild und gib Petzen. So, ich probiere mal, ob man das kann. Ich bedenke aber fast nicht, weil ich glaube, der Rektor ist sowas von... Das Rektum des Rektors ist sowas von heilig. Den kann man irgendwie nichts tun im Sack. Ich weiß auch nicht, warum. Wenn ich das mal sagen darf. So. Das Rektum des Rektors ist sowas von heilig. Das Rektum des Rektors ist sowas von heilig. So. Okay. Oh nein! Nein, ich wollte nicht! Ich würde mal so gern wissen, worum es da geht, weil er ja auch über meine Mutter redet. Ich höre mir das mal kurz an, den Dialog. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Jetzt darf ich erstmal wieder die Scheiße suchen hier. Not another step. You're up to no good. I know it. I'm not going to let you harm me. I'll use self-defense if I deem it necessary. Ich glaube, dass vielleicht meine Mutter auch ein Psycho war und sie wollte was von ihm und er hat aber gesehen, wie er vielleicht alle umgebracht hat. Das könnte sein. Ich bin leider gleich ein Psychopath. Okay, dann ist die Frage erledigt. Ich kann es nicht tun. So, nächste Aufgabe. Hier ein Glitch für dich. Drück im Chatmenü Q, wechsel deine Schuhe beim Spind. Direkt erster Spin, wenn du vor der Tür rechts gehst. Töte dann ein paar Schüler. Viel Spaß. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Warte mal. Also, ich soll was machen? Not available. Das geht nicht mehr! Es geht nicht mehr! Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was dann passiert. Ich weiß es nämlich leider nicht. Scheiße. So, ich bin nicht da. Ciao, hat... Bye, have a great time. ...geschrieben. Ich schreibe das jetzt wirklich auf, Gnu Mami. Es ist keine Frage, es ist eine Aufgabe. Geh zuerst in die Klasse, damit du zur Lunchtime kommst. Danach versteckst du dich bei den Kisten an der Schultoilette. Die Kisten sollten auf der ersten oder zweiten Etage sein. Bitte beachte, dass du Timelapse Stufe 4 bist und warte, bis was passiert. Dein Bildschirm wird buggen, aber es ist nicht schlimm. Okay, ich bin gespannt. So, jetzt gucken wir mal, ob da was passiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das mit dem Cyborg geht. Also das würde mich interessieren. Mich würde Cyborg noch interessieren und wie ich jemanden verkuppeln kann. Das wären auch Dinge, die ich gerne machen würde. So, die müssten irgendwo hier sein. Das habe ich auch noch. Hier sind sie. Dann mache ich das mal und dann spule ich mal vor. Ah, ich kann hier gar nicht vorspulen. Okay, das heißt, ich muss jetzt vorspulen und muss mich dann heilen. Oh, shit. Cola, du hast mein Spiel back. Nein, mein Spiel ist abgestürzt. Hey! So, ich habe eine weitere Aufgabe, und zwar von Charlene Schurmann. Finde den Geist auf den Toiletten. Das habe ich ganz oft gelesen. Es soll auf den Toiletten irgendwo ein Geist sein. Und den werden wir jetzt suchen. Und zu dieser Sache, da habe ich nämlich auch was entdeckt, was, glaube ich, noch keiner von euch entdeckt hat. Wenn ja, dann schreibt es nicht in die Kommentare. Nein, Spaß. Okay, die erste Toilette. Hier unten, erster Stock. Gucken wir mal nach einem Geist in der Toilette. Ich will mich aber nicht erschrecken, ne? Kein Geist. Kein Geist. Kein Geist. Kein Geist. Okay, hier war schon mal nichts. Also Leute, es gibt keinen Geist. Ich zeige euch jetzt aber was, was ihr sicherlich noch nicht gesehen habt. Weh, das ist jetzt nicht mehr da. Ich habe es in der alten Aufnahme. The moment in time. Ich weiß jetzt alle ganz nervös jetzt. So, Leute, jetzt zeige ich euch, was ich entdeckt habe. Hier ist nämlich ein Geist im Brunnen, wie ihr seht. Seht ihr es? Da? Oben? Habt ihr es gesehen? Da oben ist einer. Seht ihr? Die hat sogar einen Pferdeschwanz. Die steht da im Brunnen drin. Seht ihr das? Seht ihr das?
Da, jetzt ist er verschwunden. Karma, bitte einmal marken, damit sie Knudis sehen. Da ist ein Geist. Im Brunnen, aber ich komme nicht ran. Das sieht aus wie ich. Das ist mein Geist, der den Senpai irgendwie verfolgt. Sieht auf jeden Fall so aus. Spooky! Ja, ich spiele das Spiel schon so lange, da findet man so eine Scheiße. Und wenn ich es fotografiere, ist es weg. Ne, da steht sie sogar. Die steht da ja sogar. Moment. Alles klar. Nächste Aufgabe. So, von Darkness. Kannst du mal in die Stadt gehen und Senpai ein Geschenk kaufen? Wenn ja, wenn du es gekauft hast, kannst du am nächsten Tag zu Senpais Tisch gehen und dort ein Geschenk lassen. Ach, das machen wir jetzt mal. Wir beschenken ihn jetzt mal und werden das erste Mal überhaupt mit Senpai interagieren. Ja! Genau, ganz viele wollten noch, dass ich diesen Ventilator-Dings mache. Das geht aber nicht. Das geht nur, wenn der Osana-Mod im Spiel ist und den gibt es gerade nicht. Die Mods sind quasi Zusätze, die es noch nicht im Spiel gibt. Und ich kann das Spiel noch nicht durchspielen, weil sehr viele wollten nicht, dass ich es durchspiele. Ich kann es noch nicht durchspielen, das geht noch nicht. So, ich muss jetzt erstmal hustlen gehen. So, erstmal um 8 Uhr abends in die Stadt, das ist super. Ich brauche einen Part-Time-Job. Ein Part-Time-Job. Oh, süß. Das ist mein erstes Mal in der Stadt, by the way. Ist das der Rektor? Deine Freundin trägt keine Unterhose und außerdem sieht die aus wie eine Schülerin. Ist es die Kokana? Ist es die Kokana und er hat die Kokana angerufen, um mit ihr Znusno zu machen? Kann das sein? Nee, oder? Das wäre ja pervers. Das wäre ja pervers. Ich will keinen Hairsalon, ich will einen Part-Time-Job. Ja. Entert die Café. Nee, das Geld ist jetzt weg. Dann gehe ich nämlich nochmal arbeiten. Hä, warum gehen die alle in die Schule? Weil die denken, ach, die denken jetzt, sie haben noch Schule. Die gehen jetzt nochmal alle in Unterricht. Eigentlich müsste man mal den Tag von denen jetzt verfolgen, weil theoretisch können wir nur noch eine Stunde in der Schule bleiben. Das heißt, sie kommen jetzt alle zur Schule. Ihr Kacknoobs. Wie geil er läuft. Hallo, Kacknoob. Was war denn das? Hä? Also, ich weiß ja, dass du mich attraktiv findest, aber deswegen musst du nicht von mir auf die Knie fallen. Ach, der kam zu spät. Jetzt kommen sie alle zu spät und rennen. Rennen die Coolen eigentlich auch? Die Coolen rennen auch. Das hätten sie eigentlich nicht machen dürfen. Ihr habt die Coolness verloren, Mann! Gehen wir nochmal in die Stadt arbeiten. Und davor werde ich Senpai schon mal ein Präsent kaufen, denn wir sind jetzt reich. Offiziell. So, ich bin jetzt offiziell reich und hole ein Gift im Giftshop. Warum nicht? Ist auch süß. Kalligraphie-Kit. So, jetzt gehe ich nochmal arbeiten und dann gucke ich, dass ich ihm das alles auf den Tisch lege. Wehe, das geht nicht. So, okay, ich mache nochmal einmal eine Schicht. Mache natürlich einmal Start, easy. Und jetzt habe ich es ja geschnallt, so. So, Senpai, ich werde jetzt ein Präsent auf deine. Das war der erste Kontakt, Leute, von mir zu Senpai. Ich bin echt nervös. Ich muss eigentlich meine Special Panty anziehen dafür. Die hier. Ja, die hier ist schön in der Ritze drin. Gott, Leute, das erste Mal. Und ich muss meine School-Uniform ändern, weil das ist einer der besondersten Tage überhaupt, dass wir das erste Mal Kontakt zu Senpai aufnehmen. Irgendwie ist das Kontakt aufnehmen. Frag nicht wie. Okay. Kann ich eigentlich irgendwie auch mein Inventar gucken, was ich alles besitze und was nicht? Vielleicht, eventuell, bitte. Da ich Senpai schon mal gestalkt habe, weiß ich auch, wo sein Sitzplatz ist. Und zwar im dritten Stock bei 3-2 in der hinteren Ecke rechts. Das muss man wissen. So, Senpai, ich werde dir ein Präsent auf deinen Tisch stellen. Ein Gift. Oh, süß. Guck mal, ich habe ein Geschenk hinterlassen. Yeah. Yeah, schau dir das an. Senpai, ich warte auf dich. Hol dein Geschenkchen ab. Oh, da ist er. Oh, er sieht Senpai. Oh mein Gott. Er hat's genommen. Er hat's genommen, Senpai. Notice me. Okay, er hat mich genotest. Geil. Er hat's genommen, Leute. Er hat's genommen. Cool. So, jetzt gehe ich in meine Klasse und dann lege ich ihm nochmal eins hin in der Pause. Vor allem, er sagt überhaupt nichts. Wenn ich ein Geschenk kriege, würde ich erstmal zu meiner Freundin sagen, guck mal. Und er einfach so gar nichts. Senpai. Was? Oh. Ich wollte sehen, mit wem er schreibt. Ach, jetzt kann ich gar keins placen. Ich kann nur jeden Tag eins placen. Okay, Senpai. Dieser Duft. Senpai. 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 Take my presents. So, Leute. Jetzt gibt's noch ein Present für den guten Kerl. Bis Freitag. Und dann erwarte ich ihn am Kirschbaum. Senpai erwarte ich dann. Wer kommt nicht, dann nehme ich ihn mir ran. Okay, los geht's. So. Senpai, du kriegst noch ein Geschenki. Noch eins. Ja, da meint aber jemand heute gut mit dir. So, jetzt gucken wir wieder, was passiert.
Was haben die da eigentlich alle so? Was gucken die da eigentlich alle? Der hat gar nichts an. Senpai, das ist ein Präsent. Hab ja schon lächelt, weil er so glücklich ist. Es fällt ja überhaupt nicht auf. Oh ja. Wem schreibst du das, Senpai? Okay, er hat noch ein Geschenk von mir angenommen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder in meine Klasse. Und dann haben wir schon Donnerstag. So, Leute. Puh, noch ein Tag, dann ist es soweit. Dann werden wir sehen, ob Senpai uns wirklich einfach mal noticed, endlich mal. So. So, Senpai, noch ein Geschenk für dich. Liebe Gift. So, Leute, letzter Tag. Jetzt mache ich noch ein Geschenk und dann warte ich am Kirschbaum auf ihn. So, das letzte Geschenk für Senpai. Okay, jetzt warte ich hier. Senpai, ich warte. Du hast noch 20 Minuten. Dann komme ich dich holen. Kommt er da? Er kommt, oder? Ist er das? Senpai. Nein, es sind nur die Scheiße. Wie könnt ihr mir eigentlich so eine falsche Hoffnung machen, ihr Arschlöcher? Warte, vielleicht kommt ja Senpai doch noch. Senpai, ist er das da hinten? War es nicht 4.30 Uhr? Senpai, ihr Arschlöcher, wo ist Senpai? Was malen die denn da? Könnt ihr nicht malen, wie ich Senpai küsse? Senpai, Senpai, wer are you? Senpai, es wird dunkel, mir ist kalt. Senpai, ich spüre meine Beine nicht mehr. Senpai, Mann! Du glaubst also, dass du mich so abservieren kannst? Ist das dein Ernst? Das glaubst du also einfach. Aber wisst ihr was? Ich kriege immer, was ich will, egal auf welchen Weg. Ich habe einen gefunden, wie ich Senpai immer in meinem Herzen tragen kann. Und ihn niemand anders bekommt, außer ich. Senpai, ich kriege immer, was ich will. Immer. Jetzt backt er auch noch rum, Mann. Senpai. Deswegen konnte er nicht kommen, Leute. Er hat gebackt. Senpai konnte nicht kommen, weil er gebackt hat. Wenn ich dich nicht haben kann und der Geist hinter dir auch nicht, dann soll dich keiner haben. Jetzt gehört er mir. So könnt ihr Senpai immer in euer Herz schließen, Leute. Auf jeden Fall, das war's von der anderen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Hufen nach oben da. Schreibt gerne weitere Dinge, die ich ausprobieren soll oder die ihr herausgefunden habt, in die Kommentare. Ich sage immer Dank fürs Zuschauen und ade mit E. Senpai ist ein Arschloch und es war schön. Nein, ich will nur Senpai in meinem Herzen haben. Na, egal. Dann ist er nicht so einsam.